Und das Dramatische ist eigentlich, wenn es jetzt in der zweiten Welle zu einem zweiten Lockdown käme, dass all das, was wir uns erarbeitet haben in diesem ersten Halbjahr 2020, dass das quasi verpuffen würde, außer der Tatsache, dass wir eben wahnsinnig viel Steuergelder schon ausgegeben haben, um über diese ersten Monate zu kommen. Und die Problematik ist dann, wenn wir in den zweiten Lockdown hineinkommen würden, dass wir tatsächlich jetzt Unternehmen verlieren werden, die Insolvenz gehen, dass wir Arbeitsplätze sehen werden, die verschwinden werden. Und das wird zu Ungleichgewichten führen, die dann wiederum auch potenziell politische Wirkungen haben und möglicherweise führt das über diese wirtschaftliche Schiene dann eben auch zu negativen politischen Rückwirkungen. Schulschließungen sind tatsächlich ein ganz, ganz heikler Punkt. Das Gleiche gilt auch für die Schließung von Kindertagesstätten. Beides fällt ja bei jungen Menschen in eine Phase, in der sie wirklich ganz, ganz viel Wissen aufnehmen. Die saugen das auf wie ein Schwamm und die frühkindliche Bildung, die Grundschulbildung und dann auch die weiterführende Bildung, das sind alles Bereiche, in denen man unglaublich viel kaputt machen kann. Wir wissen aus der Forschung, dass ein verlorenes Schuljahr beim Lebenseinkommen Einbußen von bis zu 10% darstellt, also ein einzelnes Jahr. Und das ist ganz, ganz erheblich. Und dieser Effekt wird natürlich noch umso größer, je früher dieses Schuljahr verloren geht, weil eben die kleineren Kinder besonders schnell und viel lernen. Und es gibt eine ganz dramatische soziale Komponente bei Familien, bei denen Deutsch beispielsweise die Zweitsprache ist. Das heißt, die Eltern sprechen eigentlich eine Fremdsprache und die Kinder lernen Deutsch dann nur in der Grundschule. Oder wo durch Schichtbetrieb oder durch viele Geschwisterkinder es schwierig ist, die Kinder zu versorgen. Und das macht sozusagen die Dramatik eigentlich aus. Wir haben das Problem, wenn wir die Schulen schließen, dass wir dann möglicherweise ganz viele Kinder verlieren auf dem Weg in der Bildung. Und das hat langfristige Folgen. Die Einbindung in die EU ist grundsätzlich erstmal ein Vorteil. Wir sehen auch tatsächlich, dass in einigen Bereichen das in der EU recht gut funktioniert. Beispielsweise hat die EU oder die Mitgliedstaaten der EU haben gemeinsam Verträge mit den großen Pharmakonzernen ausgehandelt, um eben für alle EU-Bürger zu günstigen Konditionen Impfstoffe zu reservieren. Das sind also Dinge, wo die EU tatsächlich gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass das nationalstaatliche Denken in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Jedes Land arbeitet vor sich hin, unabhängig von dem, was in den Nachbarstaaten passiert. Das sollte uns aber eigentlich ein Ansporn sein, in der Zukunft die Institutionen der EU zu stärken, gerade was eben beispielsweise die Bekämpfung einer Pandemie angeht. Wir haben gemerkt, dass der erste Lockdown sehr, sehr unpräzise war. Wir haben einfach das komplette Wirtschaftsleben heruntergefahren. Ich glaube, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommt, dann wird es ein Lockdown sein, der gezielter sein wird, der sich fokussiert auf bestimmte geografische Regionen oder was gerade aktuell in der Diskussion ist, dass man so einen Eisbrecher-Lockdown macht, dass man also sagt, wir machen für 2 Wochen jetzt einen ganz intensiven Lockdown und hoffen, dass in dieser Zeit das Infektionsgeschehen ganz massiv zurückgeht und dann können wir eigentlich auch schon wieder öffnen. Und was glaube ich auch etwas ist, was wir im ersten Lockdown schon gesehen haben und was jetzt gerade mit den steigenden Zahlen an Infektionen wieder hochkommt, das ist, dass doch eine große Solidarität da ist. Und von daher glaube ich, wäre ein zweiter Lockdown machbar. Er ist nicht schön und wir alle hoffen, dass er schnell vorbei ist. Aber er wird erträglich sein und besser funktionieren, glaube ich, als der erste Lockdown.